Mahlzeit miteinander. Ich war mal wieder im Supermarkt meines Vertrauens, diesmal beim Aldi. Und da hat es spanische Wochen anscheinend gegeben. Ich habe eine Dose gefunden, die hat mir optisch sehr gut gefallen. Meine Lieblingsfarbe ist Rot, deswegen ja, habe ich die Dose natürlich sofort angesprochen. Genau, weiße Schrift und goldenes Sternerl oben drauf. Die Marke heißt Estrella Damm, keine Ahnung, ob man das dazu sagt oder nicht. Auf jeden Fall, also die Marke Estrella, die habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Das Bier kommt aus Barcelona, also aus Spanien. Brauerei ist von 1876, also relativ jung, wenn wir jetzt mal von uns aus Bayern ausgehen. Auf der Dose steht drauf 100% Natural Ingredients, also das hört sich ja schon mal ganz gut an. Und wir haben hier Bier, Zutaten, Wasser, Gerstenmalz, Reis und Hopfen. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie das schmeckt, weil ich habe es vorher noch nie probiert. Gerade so ein Bier mit Reis. Mal schauen, was uns da erwartet. Wir haben hier ein Bier mit 5,4% Alkohol. Genau. So, jetzt machen wir doch mal die schöne Dose auf. Nehmen einen ersten Schluck. Und schauen einmal, wie das schmeckt. Geruch, ja, ansprechend. Okay, fruchtig, schon mal. Es bleibt so ein bitterer Nachgeschmack im Mund. Ich muss jetzt nochmal schauen, ob mir das gefällt oder nicht. So. Schaumentwicklung ist da, ist in Ordnung. Mei, so 0,33er Dosen und 0,5er Glasel, das klappt heute halt nicht immer ganz gut. So, Farbe, kann man sagen, schön goldgelb, so muss das sein. Dichter Schaum, der da ist, fällt jetzt nicht gleich zusammen. Genau, ja, probieren wir mal. Da fällt mir jetzt auf, man schmeckt den Alkohol sehr raus. Also der Alkoholgeschmack ist sehr penetrant. Das in Kombination mit den Bitterstoffen ist jetzt absolut nicht meins. Also es ist gewöhnungsbedürftig, würde ich sagen. Und was mich am allermeisten an dem Bier stört, ist, dass wirklich so ein richtig bitterer Nachgeschmack im Mund überbleibt, der nicht weggeht. Das ist wirklich was, da sitzt hier wirklich was im Gaumen fest. Also, ich weiß nicht, ob das bei allen Bieren so ist von der Marken. Also, ich weiß nicht, ob es das in Flaschen auch gibt, ob es jetzt nur bei den Dosen so ist. Also, ich gehe jetzt mal nicht davon aus. Ich denke mal, das wird dann schon bei den Flaschen auch so sein. Aber das ist was, das, mit dem komme ich gar nicht klar. Also, ich darf es mir jetzt auf jeden Fall nicht nochmal kaufen. Wenn ich jetzt in Spanien im Urlaub bin, ja, mei, dann bleibt mir wahrscheinlich nichts anderes übrig. Aber. Das ist absolut nicht meins, muss ich sagen, das darf ich mir auf jeden Fall nimmer kaufen. Gerade dieser Nachgeschmack, der vermisst es mir richtig. Ja, nichtsdestotrotz kann ich ja natürlich das jetzt nicht überlassen. Ich muss es trotzdem irgendwie noch verkosten und zu Ende trinken. Sag trotzdem Prost und bis zum nächsten Mal.